Auch wenn der Weg jetzt wieder sehr weit ist. Oder, wobei, da vorne ist ein Lagerfeuer, wenn ich schlafe, heile ich ja auch. Dann kann ich auch gleich meine Talente nutzen. Weil ich sehr talentiert bin. So sagt man. Und der Weg ist auch nicht ganz so weit. Okay, zwei Silbertalente, zwei Bronze. Wir werden jetzt viel Silber brauchen, und zwar schnelles. Die Frage ist, was machen wir mit den Bronzetalenten? Da können wir hier so ein bisschen. Brauchen wir wieder Mutagene. Ich weiß halt auch überhaupt nicht, wie das mit den Mutagenen funktioniert. Das ist mir noch leicht rätselhaft. Okay, dann also zurück in die Gruft. Den nächsten Kampf beschreiten. Und dann gegebenenfalls nochmal raus, wieder heilen. Je nachdem, wie wir hier zurechtkommen. Weil dieses ständige Sterben, das, ja doch, das bedrückt mich. Das zieht einen etwas runter. Hallo? Ist da wer? Berengar? Es ist sehr dunkel hier drin. Verdammtes Hex. Ich überspringe es jetzt Gut, trotzdem. ich, na, ich, passt. So, ich habe ja extra mein schnelles Silber verbessert. Boah, wie der hier Saltos schlägt und so. Geil. Okay, alles drauf. Und diesmal habe ich auch noch fast volles Leben. Ich glaube, jetzt könnte es klappen. Lauf nicht weg. Ich muss einen Auftrag erledigen. Kommt mit mir, wenn ihr wollt. Ja, mache ich doch. Das war zu Bereng. Wer das da bla, wieder bla, bla bla. Ich weiß nicht, ist hier der schnelle Kampfstil der richtige oder wäre es doch eher der starke? Auf jeden Fall will ich die Erscheinung loswerden. Okay, scheint funktioniert zu haben. So, du stirbst jetzt bitte auch einfach. So, Nummer 1. Dann die nächste. Ja, macht nichts. Dann bin ich halt mal kurz ein bisschen außer Gefecht. Nichts, was mich aber auf Dauer von meinem Ziel abhalten könnte. So. Haben wir's. Es sieht aus, als seien wir hier fertig. Können wir uns unterhalten? Von mir aus. Aber nicht hier. Gehen wir raus. Setzen wir uns an mein Feuer. Endlich. Okay. Das klingt doch zumindest mal nach einem Plan. Der Berengar läuft auch wenigstens ein bisschen schneller. Oder auch nicht. Also diese kompletten NPCs hier sind alle irgendwie ein bisschen zu blöd zum Laufen. Wobei ich doch sagen muss, Berengar ist schon ein bisschen besser. Der ist halt nicht ganz so schlimm wie die anderen. Mm.
Ach so, ich habe also gerade praktisch sowieso schon an seinem Feuer geschlafen. Ist okay. Ich hoffe, das stört ihn nicht. Ich habe auch alles wieder aufgeräumt. Wir können am Feuer reden. Wir sind an deinem Feuer. Wir können am Feuer reden. Sohn etwa? Ich will nicht meditieren. Ich will reden. Also, was gibt es so Dringendes? Ich fange am besten am Anfang an. Ja. In welcher Verbindung steht ihr zu den Salamandra? Was zur Hölle? Die Geschichte ist schnell erzählt. Sie haben mich vor einiger Zeit gefunden und der Professor hat mir ein Angebot gemacht, das ich nicht ablehnen konnte. Ihr wisst schon, sowas wie, hilf uns oder du frisst deine eigenen Eier. Ich habe getan, was ich tun musste. Es ist Eier gefressen? Sie erinnern mich an Hexer. Ich hatte nie eine Wahl. Weder bei denen, noch bei euch. Erst machten mich die Hexer zu Mutanten. Dann machte mich der Professor zum Verbrecher. Ein doppelt Ausgestoßener. Ich bin bei der ersten Gelegenheit geflohen. Aber er hat auch Sie keine weißen Haare. Sie haben nichts von mir erfahren. Ich habe niemanden verkauft. Und dann kam ich hierher. Es heißt, ihr wollt den Konflikt zwischen den Menschen und den Vodianoi lösen. Was? Haben sie euch geschickt, um meinen Vertrag aufzulösen? Soll mir recht sein. Nehmt ihn. Nein, das hatte ich jetzt gar nicht vor. Vertrag zwischen den Menschen und den Vodianoi, Frieden zu stiften. Beide Seiten kamen zu mir. Ich will damit nichts zu tun haben. Und die Aufgabe passt perfekt zu eurer heiligen Legende. Höre das ist ganz schön wertend. Macht euch nicht so wichtig. Ich verachte Menschen wie euch zutiefst. Schweift nicht ab. Mein Rat? Löscht eine der zwei Seiten aus. Dann ergibt sich der Rest. Nö. Ihr habt eine Rüstung erwähnt. Kennt ihr die Legende nicht? Ich dachte, jeder Hexer hätte davon gehört. Ich habe meine Erinnerung verloren. Wie Legenden nun mal so sind, berichtet die Legende von einem großen Krieger. Sie ist noch langweiliger als Rittersporns Ballade über euch. Auch wenn das kaum möglich scheint. Unser Held trug zwar eine Rüstung, wendete aber die Kampftechniken eines Hexers an. War er ein Hexer? Wer weiß. Man munkelt nur. Das klingt interessant. Durchaus. Man nannte ihn Rabe. Er hatte Beziehungen zu Erfindern unter den Gnomen, die über ein überlegenes technisches Wissen verfügen. In ihren geheimen Werkstätten unter dem Carbonberg schufen sie eine ebenso feste wie leichte Rüstung. Bestimmt aus Carbon. Perfekt für einen Hexer. Eine legendäre Rüstung. Vielleicht sollte ich mich mal als Schatzjäger versuchen. Viel Glück. Vermutlich wurde Rabe in ihr begraben. Schon seit langem durchsuche ich Friedhöfe, um sie zu finden. Kennt ihr jemanden, der mir mehr über diese Rüstung erzählen kann? Der hiesige Schmied ist auch ein Erfinder. Und er kennt die Legende. Ihr könnt es aber auch bei dem Elfenhandwerker versuchen. Das okay. Werde ich tun. Interessant. Ja. Wisst ihr, wo ich den freundlichen Priester der Vodianoi finden kann? Beim Altar der Herren des Sees am Ufer. Manchmal jagen ihn die Anhänger Dagons fort, da müsst ihr auf ihn warten, falls das nicht unter eurer Würde ist. Nein. Verstehe. Ja? Ihr habt eine Schwachstelle in meiner Verteidigung erwähnt. Ja. Eure Lenden sind ungeschützt, wenn ihr eine halbe Drehung macht. Jeder Anfänger würde das bemerken. Ich weiß sogar warum. Was würde es euch was ausmachen, es mir zu erzählen? Ja, bitte. Um eine halbe Drehung korrekt ausführen zu können, müssen beide Beine gesund sein. Eines eurer Beine wurde einmal zerquetscht. Möglich. So ist das eben. Lebe durch das Schwert, stirb durch das Schwert. Mach ich. Tschüss. Lebt wohl. Also, wir haben Berengar inzwischen gefunden. Aber... ja. Das war jetzt weniger cool, als ich dachte. Machen wir erstmal das. Dann gehen wir hier nochmal zu der Statue. Da kenne ich wenigstens den Weg schon. Und da gibt es wenig
unterwegs, das mich ablenken wird. Und dann schauen wir mal, was sich daraus noch so ergeben wird. Aber schöne Gegend. Mit der Natur, das ist wow. Ich würde mich hier fast schon niederlassen wollen. Hey, hey, hallo? Was soll das? Ich bin doch nett zu euch. Weißt du, ich bin saulieb zu denen. Und das ist der Dank? Okay, starker Kampfstil ist hier definitiv nicht. Aber dafür das Schnelle. Ich dachte, wir sind Freunde mit dem. Haben die sich gerade geheilt? Es ist, glaube ich, nicht möglich, diesen Kampf zu gewinnen. Dann werde ich fliehen. Da kenne ich nichts. Das ist ja unmöglich, dieses Verhalten. War das nicht der... Es war doch, ja, es war eben dieser Priester, zu dem ich doch eigentlich auch wollte. Warum war der jetzt böse zu mir? Die haben mich einfach angegriffen. Warum? Ich muss, glaube ich, erst die Anhänger ausschalten. Damit ich überhaupt eine Chance habe. Weißt du, ich war immer nett zu dem. Ich habe schön mit dem geredet. Und jetzt auf einmal greifen die mich an. Einfach so aus dem Nichts. Ja, das ist ein sehr doofes Spiel. Manchmal. Ich verstehe den Sinn davon gerade nicht. Warum bist du so zu mir? Ich dachte, wir wären Freunde. 100 Pro werde ich halt jetzt dadurch diese Quest verkacken, weil ich doch eigentlich mit dem reden sollte. Dachte ich. Und ich kann nicht mehr mit ihm reden, wenn ich ihn getötet habe. Oder täusche ich mich da? So, Schnucki, du müsstest mich mal bitte kurz heilen. Reden wir. Ja. Könnt ihr mich heilen? Natürlich, so war es abgemacht. Danke. Reden wir. Wo kann ich den freundlichen Priester der Vodjanoi finden? Er betet häufig am Altar der Herren des Sees. Manchmal verjagen ihn die Anhänger Dagons, aber er kommt stets zurück. Verstehe. Und wann? Ich schlaf einfach mal kurz. In der Hoffnung, dass er dann wieder da ist. Aber ich habe doch gerade einen Priester umgebracht. Ich glaube nicht, dass er zurückkommt.
Also zumindest würde es irgendwie wenig Sinn ergeben. Aber ich hatte keine Wahl. Wir haben mich zuerst angegriffen. Also würde es mich doch stark wundern, wenn er wieder da ist. Nee, er ist nicht hier. Ups. Ja gut, muss ich jetzt nicht unbedingt lesen. Ich glaube nicht, dass er zurückkommt. Das glaube ich wirklich nicht. Weil ich gerade ziemlich sicher den Priester erledigt habe. Aber er hat angefangen. Ich habe mich eigentlich bloß gewehrt. Dann schlafen wir halt nochmal bis Mitternacht. Vielleicht ist er bis dahin wieder auferstanden, man weiß es ja nicht. Aber das ist schon irgendwie gerade ein bisschen komisch. Warum greift er mich an, wenn ich doch eigentlich mit ihm reden soll? Und es wäre auch schön, wenn man schon von Weitem sehen könnte, ob er da ist. Ah, da vorne läuft einer, der so aussieht. Achso, nee, das ist Dargon-Priester. Das ist nicht der Priester, der wurde ja neu. Ich bringe ihn jetzt einfach nochmal um. Greift er mich weiter an oder läuft er vielleicht einfach darüber und ist dann erst friedlich, wenn er da drüben ist? Auch das wäre ja möglich. Nein, er kommt mir immer noch nach. Ich bin dann mal weg. Nee, der will definitiv kämpfen. Aber es ist ja auch ein Dagon-Priester und nicht dieser Priester, der wurde ja neu. Vielleicht wird es ja dann was. Hat er was Schönes zum Plündern? Ich kann ihn nicht plündern. Aber vielleicht ist jetzt in der Zwischenzeit der andere wieder da. Das verwirrt mich. Das sind alles Priester und die schauen halt auch voll gleich aus. Boah, wie das da leuchtet. Echt schön. Ja, aber da ist niemand. Niemand da. Ich hege meine Zweifel, ob er jemals zurückkommen wird. Was haben wir denn sonst hier für Quests? Beziehungsweise Charaktere. Der sollte ja dann hier, denke ich, irgendwie mit drin stehen. Die Sache ist, wie heißt der? Der Geistliche ist es nicht. Blaue Auge? Achso. Ich gehe hier mal ein bisschen alles so durch. Irgendeiner davon sollte es ja sein. Ach, Prostituierte. Ja. Aber ich sehe hier ganz klar nirgendwo diesen Priester. Ach, da steht doch mit wem ich schon... Ah, da steht schon mit wem ich verkehrte.
So, was haben wir gerade sonst für Quests? Rüstung ist gerade schwierig. Dann gehen wir halt mal den Alvin suchen. Weil dafür muss ich halt wieder so ewig weit laufen. Ich würde viel, viel lieber mit diesem freundlichen Priester reden. Ich würde, ja. Wenn ich so auf die Aufnahmezeit schaue, schlafe ich noch einmal. Bis, keine Ahnung, vielleicht wirklich so 24 Stunden. Dann schauen wir nochmal und dann machen wir Schluss für heute. Den kleinen Alvin, den besuchen wir erst morgen. Also, beziehungsweise in der nächsten Aufnahme dann. So, bis zur nächsten Dämmerung. Hoffentlich ist er dann zurück. Ich hoffe es wirklich sehr. Sie haben ja gesagt, er kommt immer wieder zurück, wenn er vertrieben wurde. So wie es aussieht, lässt er sich halt dabei ein bisschen mehr Zeit. Ich kann immer noch niemanden sehen. Nee, er ist nicht da. Ja, okay. Dann würde ich sagen, beenden wir einfach hier für heute die Aufnahme und schauen beim nächsten Mal erstmal nach dem Alten. Bis dahin wünsche ich euch heute einen wunderschönen Abend, eine gute Nacht, schlaft schön. Ja, und bis morgen. Ciao.